Willkommen, meine lieben Freunde, ich bin euer Odo. Und wir sind zurück in unserem Let's Play Kingmaker Pathfinder. Nein, Pathfinder Kingmaker. Während des Streams schaut sowieso keiner zu. Das heißt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Ich bin in der Pause kurz zu Oleg, habe mich ausgerastet und wir sind alle wieder full Wäsch da. Finde ich gut. In welche Richtung gehen wir weiter? Darauf. No, backwards, backwards. Gehen wir darauf. Da haben wir letztens noch ein paar Viecher gekillt. Und waren aber dann nicht oben. There's a huge serpentine trail in the dust. Something very large crept us through here. Ja, ich hoffe, dieses Very Large haben wir schon gekillt. Step, step, step. Das war nämlich wirklich unangenehm. Ein Giant Frog. Aber der scheint nicht böse zu sein. Okay. Mehr Frogs. Ob sie überhaupt böse auf uns sind, wenn wir irgendwo reinhüpfen? Golden Toad. Time for fun. Ich hab's gewusst. Die Frösche sind nicht glücklich darüber. So, Ability. Was haben wir da für Abilities? Du hast Arcane Weapon Enhancement. Das mach doch bitte mal. Oder was ist das? Spell Combat und Spell Strike. Stopp, 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 stopp. Du machst das auf das. Hätte ich mir denken können, dass die uns angreifen, sobald wir dieses Ding nehmen. I'll fight if I have to. Nein, du sollst. Ach Gott. Du sollst das machen. Nein. Weißt du was? Mach das. Auf diese hier. Du, Tristan, machst ein Bless. Du greifst einfach alles an, was dir in den Weg kommt. Du hast eh schon gesagt, was wir tun. Regongar. Wenn ich das anklicke, warum tust du das nicht? Ah, macht er eh. Passt. Und dann machst du einen Corrosive Touch auf den hier. Shield solltest du vielleicht auch machen, naja. Alles zu seiner Zeit. Mach doch bitte ein Shield of Faith auf den hier. Autsch. Autsch. Hörst du auf damit, du blöder Frosch? So, mach doch das bitte auf. Na, warte mal. I die free. Was? So, Con minus 2.
Du hast Con minus 6. Und du hast Con auch minus 6, no Seos. Okay, du kriegst die 2 Potions. Und. Confide in me. Und du gibst. Zweimal das. Auf. Magritte, any fun to be had? Ach Gott. Das war jetzt bescheuert. You can count on me. Ach. I'm listening. Dieses Gift hat offensichtlich noch weiter geholfen, gewirkt und sie umgebracht. Magritium Turinos. Ah, das war so dumm. Wir hätten abspeichern sollen vorher. Ja, man lernt nie aus. Bescheuerte Frösche. Ich hoffe, diese Goldstatuette bringt doch gut Geld. Wir sind evil, das war eh klar, dass wir das machen mussten. Sunlight managed to find its way into the dungeon, creating this island of life. Das wir zerstört haben. Noch so ein Ding, so ein Token. Echt, das war's schon. Hier in diese Richtung. Wir sollten zumindest jetzt mal abspeichern, bevor wir weitergehen. Wir könnten natürlich neu laden. Nee. Wäre das gecheatet? Nein. Wäre es nicht, aber wir tun es trotzdem nicht. Wir tun es nur, wenn wir bemerken, dass es so nicht geht und ich nicht noch einmal zurück nach Dingsbums will. Das schaut ja lustig aus hier. Alles gut verdaut. Da hat der Tremendous Centipede gewohnt. Irgendwann einmal. Da geht's glaube ich noch weiter, oder? Ich hoffe es zumindest, weil sonst wüsste ich nicht mehr, wo wir hin sollen. Ah, wobei andererseits gibt oben noch den zweiten Abgang auch. Centipedes. Running won't help you. Meinst du? Sind wieder so kleine. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht wirklich haften für die. Okay. Das war das. A great battle between kobolds and mites took place here. It seems impossible to tell who won. Auf jeden Fall können wir nichts looten.
Okay, da geht's links und rechts weiter und darunter geht's auch noch. Gehen wir zuerst runter. Ach, das ist ja so finster. So, in welche Richtung gehen wir als erstes? Links oder rechts? Na, ich geh mal links zuerst. Trail me. Ist zwar zentraler, aber. Ah, sehr schön. Bunte Blumen. Die schauen fast nicht psychedelisch aus. Ich glaube, das letzte Mal bin ich von oben gekommen. Look at me, Gorum! Na schauen. Finished. So, was haben wir hier? The taproot of the old sycamore. It was from that. Was? It was from here that the seed of the giant tree once sprouted. Okay. Wir sind im Herzen der Pflanze. I found something interesting. Noch mehr von diesem Zeug. Ja, da geht's auch weiter. Geht's da irgendwo hin oder? Ja, da geht's auch weiter. So, in welche Richtung gehen wir? Links, rechts? Zuerst links und machen wir da alles fertig in diese Richtung. I see blood. Blood. You forced my hand. Ich glaube normalerweise kommt man von der anderen Seite runter. Wenn man ja zuerst bei der Maid-Königin. Ja, da kommen wir wahrscheinlich von der Maid-Königin runter, oder? Okay. Sind wir vorhin noch nicht durch? Ah, da sind wir jetzt. Verstehe. Geht in diese Richtung zurück. Oh, du bist ja gestiegen, sehe ich gerade.
indem du ein Level Up machst. Natürlich weiterhin im Priester-Level. Du bist das absolut Coolste, was das Heilen betrifft. Ah, wir können ein Pre-Made-Build machen. Sollen wir das machen? Ja, es geht schneller einfach. Na, dann doch nicht. Hey, wir kriegen einen Point. Wir geben ihn in Wisdom. Da haben wir nämlich plus 4 auf Wisdom. Yo. So, dann machen wir natürlich Lore Religion. Da ist unser Held. In Perception geben wir einen Punkt. In Persuasion und geben wir Lore Nature auch nochmal, oder? Gehen wir da hier eins. Einen Rang können wir da reingeben. Wer weiß. Wir haben nicht immer irgendjemanden dabei, der Lore Arcana kann. Keine New Abilities. Aber neue Spells müsstest du haben. Neue Spellslots. Yay. So, was nehmen wir da noch rein? Q-Light Wounds zum Beispiel. Fire Belly? Nein. Remove Fear. Haze of Dreams. Burning Hands vielleicht auch. Nee. Pain. Gegen viele Gegner ist Pain gut. Und hier nehmen wir den Scorching Ray nochmal rein. Das kann man nicht. Arrow of Law, was machst du? You fire a shimmering arrow of pure order. Schau was an. From your holy symbol at any one target in range, a ranged touch attack. A chaotic creature struck by an arrow of law takes 1d8 points of damage per 2 caster levels. Die nicht chaotisch sind. I'll carve my name and a strike is one. Spinne gefunden. Und noch ein Rezept, yay! Dark waters of the underground lake provide no hint of to their death. What's in wait for me there, I wonder?
Nächstes in diese Richtung. Ah, warte mal, das ist größer als ich dachte. Zuerst werden wir das da nehmen. Das ist nämlich kleiner. Dann gehen wir erst da durch. Ja, das ist auch nur klein. Was ist das? Ein Headband of Inspired Wisdom. Yay. Ich glaube, du kriegst ein Headband. Collapsed soil dragged some buried treasure down with it. Someone is going to be disappointed when they find their hoard missing. Okay. Richtung muss noch weitergehen. Aber dann habe ich gleich alles erforscht, was es da unten gibt. Ich meine, wir haben jetzt den Dings, das heißt, wir kriegen einen Hebel von dem Typen, damit wir da oben weiter können. Oder? Glaube ich zumindest. Ah ja, stimmt, da war diese Schlacht. Wie gesagt, wir wissen nicht, wer gewonnen hat. Ja, zu viele Räume hier. Miner's Lever. Ich glaube, das ist das Ding, was wir brauchen, um über die Brücke zu kommen. Kann das sein? The ruins of a miner's camp deserted centuries ago. Time. Sima, Kazumiya, Opara fastened to the chests are metal plaques etched with the names of Taldas City. Ach, Spinnen. Wir speichern zuerst. So, mach mal ein Schild auf dich. Du machst ein Schild of Faith auf sie. Du machst noch gar nichts. I'm listening. Du auch nicht. Shall we move? We shall move. Auch nicht. Done with waiting. Was ist das? Right here, my friend. Weißt du was? Mach das Shield of Faith auf sie. Und du trinkst es einfach. Was haben wir dann noch für Tränke für dich? Was ist das? Mage Armor. Und dann solltest du trinken. Was ist das? Ah, das ist Shield of Faith und Potion of Vanish. To victory!
victory. Oops. Sie haben uns bemerkt. So, du machst außerdem das auf dieses Ding hier. Okay. Das wäre mal das gewesen. Was? War's das? Mehr gibt's da nicht? Ah, okay, da geht's weiter. Es scheint mir ein Dead End zu sein. Nein, doch nicht. Do not doubt better ones. Ah, das sind die stärkeren Spinnen. Freund, warum bist du auch da vorne? Du bist der Typ, der heilt. Did you like that? You didn't? I shall end this suffering. Okay. Okay. Eine Giant Spider. Und wir sind mitten in ihre Trap gegangen. Irgendwelche Fernkampfzauber? Nö. Die haben wir erst eingelernt. Gleich am Anfang haben wir einen schönen Schaden gemacht. So, du machst doch bitte mal das da, vielleicht kann sich dann eher lösen. Du bist dann stärker nämlich. Wir sind so gut. Können Sie jetzt da wieder rausgehen?
fancy. Was ist das? Yay. Wand of True Strike. Die werden wir dem Dings geben. Dem, wie heißt der, ihm hier? Let's shred them. Oops. I'll cut you. Mary, du bist da drinnen gefangen. Echt jetzt? Ach, weh. So, ihr zwei, geht's wieder raus. Geht's hier weiter. Wir hoffen einfach, dass es hier keine Spinnen mehr gibt. Gibt's ein Dead End? Eine bescheuerte Spinne. Kommt schon, Spinne, sieh zu uns. We will prevail. Okay. Ah, du bist doch irgendwie durchgekommen. Ich dachte, du schaffst es nicht durch. Na gut. Dann greif's doch glatt an. Au. Hört sich auf, Critical Hits zu machen. Ziemlich sicher, dass ich das beim ersten Mal spielen nicht entdeckt habe. An diese Riesenspinne hätte ich mich erinnert, vielleicht. Ja, toter Mensch. Dafür haben wir diese ganzen Spinnen besiegt.
Für eine Potion und ein bisschen Geld. Arg. Na, da geht's noch weiter. Vielleicht gibt es ja doch noch ein bisschen mehr als ein Posten und ein bisschen Geld. I found something interesting. Das ist eine Trap. What for Gorum? Nein, 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 Freunde. Nicht in die Trap. Können wir uns darauf einigen, dass wir hier angreifen? Bis dann, weißt was, mach doch mal das. Da irgendwie zur Seite, dass die anderen dazukommen. Und dann greifen wir doch bitte diese Spinnen an. Danke. So, können wir jetzt das machen? Mhm. Gut so. So, speichern wir wieder mal ab. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle werde ich, glaube ich, jetzt Schluss machen. Ich werde wahrscheinlich noch alleine da weitergehen jetzt. Aber es ist spät nachts und das Video ist schon recht lang für YouTube. Also wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes und bis später.